Gegenwart. Alles so leicht, fühlst dich so reich. In meinem Arm brennt alles nieder und es gibt... Ja, geil, ne? Ja, ich habe gerade mal... Ich habe gerade mal mein Handy gepaart mit dem Auto hier. Das ist genau das gleiche wie bei meinem Cash Cry. Also es ist ganz einfach. Man drückt einfach die... Please say a command after the beep. Available commands are call, phone book, recent calls, connect phone or help. Nein, will ich nicht. Ja. Wieder kein Alarm. Oh. Für Schwein, wie wir hatten, unsere kleine Farm. So. Geil. Also... Ich habe jetzt eben mein Handy mal gepaart mit dem Auto. Habe ich einfach auf den Knopf gedrückt hier. Und dann sagt er ja Searching, so Bluetooth. Ich habe Bluetooth angemacht und dann habe ich das dann gekoppelt mit dem Passwort 1234. Das war mit Cashfire genau das Gleiche. Das Einzige, was ich ihm nicht erlaubt habe, dem Auto, ist auf mein Telefonbuch zuzugreifen, weil sich sonst das Telefonbuch ins Auto rein überträgt. Geht niemand was an. Ne? So, aber das bedeutet natürlich auch, dass ich per Bluetooth alles an Musik abspielen kann. Und ich habe auf meine Karte in schlauer Voraussicht... Was hab ich denn hier so? Das bengalischer Tiger. Mein Rostock. Cool. Ja. Also funktioniert alles. Jetzt kann ich mein Handy auch benutzen. Yeah. Geil. Das ist so krank, ey. Das funktioniert also auch. Wunderbar. Geil. Und ich habe hier. Eieiei, Bassmonster. Jetzt muss ich aufpassen wegen YouTube, sonst kriege ich Ärger, falls es bei YouTube landen sollte. Also funktioniert alles wunderbar. Jetzt kann ich hier meine Musik hören, meine Hip-Hop-Musik und mein ganz anderen Krempel. Ich habe da nämlich, glaube ich, 3 oder 4 GB an Tralala drauf. Konnte ich ja noch nicht ahnen, dass das auch mit dem Auto hier geht. Ich dachte, das geht nur mit dem Telefon. Ja klar, aber das ist super. Kann ich hier ein bisschen durchdrehen. So, Freunde, ich mache hier ein bisschen Party und fahre weiter. Tschüss. Geil. Das kann ich auch hier rüber steuern mit den Tracks vor und zurück, ne? Yeah! Alarmjob! Ich hab Langeweile, keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern, so ist das hier im Block. Tag ein Tag, außer mit zwei Fingern. Geil. Dass ich das jetzt rausfinde. Da kann mich aber ärgern, aber zum Glück noch rechtzeitig. Ich kam gerade auf die Idee, ich denke, warte mal, da ist dein Handy noch gar nicht gekoppelt. Ne? Kannst du ja mal machen. Vielleicht geht's ja doch irgendwie. Ja, genau, es funktioniert. Geil. So, jetzt kann ich den ganzen Urlaub meine Musik hören aus dem Handy. Weil ich habe da jede Menge drauf. Tschüss. Bison-Straßenüberquerung. So, Freunde, ich mache mich auf den Rückweg. Ich bin jetzt im Hayden Valley, am Arsch der Welt. Und das Wetter ist so ein bisschen wechselhaft, wie man das hier so sieht. Also, das hält sich soweit in Grenzen. Ich fahre mal ein bisschen weiter nach vorne. Ich bin gleich wieder da. Hier vorne steht wieder so ein Brummer. Mensch, wie gern würde ich den vernaschen? Also essen. Guckst du. Ja, die sehen so harmlos aus, ne?
Weil wenn die abgehen, na, herzlichen Glückwunsch. Dann ist Schicht im Schacht. So. Da vorne ist noch so eine Herde. Also das ist jetzt endlich mal ein bisschen. Das ist jetzt endlich mal ein bisschen mehr. Guck mal. Aber keine Jungtiere dabei, ne? Nee. Kommt wohl noch die nächsten Tage. So. Hier war letztes Jahr der Grizzly. Aber hier ist kein Grizzly, hier sind nur Bisons. Ja, mache ich noch mal ein paar Fotos von der ganzen Herde. Habe ich ja bisher noch nicht erwischt. Peace. Hallo meine lieben Freunde. Also ich mache mich jetzt langsam wieder auf den Weg nach West Yellowstone. Jetzt ist das nämlich auch schon 6. Und dann bin ich in einer Stunde da, also um 7 Uhr abends. Ja, also morgens ja nicht, abends. Das passt dann schon. Oh, den ganzen Tag hier im Park. Bin ich auch langsam ein bisschen müde. Ich habe hier eine Sauerstoffvergiftung oder sowas. Keine Ahnung. Heute habe ich viel Sauerstoff abgekriegt. Heieiei. Also es war der Tag, Resümee, kann ich ja jetzt schon mal sagen so. Der Tag war gut. War gut, hat mir gut gefallen. Aber keine Bären gesehen. Also Bisons habe ich schon gesehen, klar. Wisst ihr ja auch. Und ja, habe das ein oder andere halt besichtigt nochmal und da rumgelatscht in der einen oder anderen Ecke mit meinem Bärenabwehrspray seitlich im Rucksack. Fühlt man sich gleich viel sicherer. Und ja, aber sonst Wildlife-mäßig nichts Sensationelles oder Spektakuläres. Also nicht so wie im letzten Jahr. Das letzte Jahr war ja, also da war ich ja gesegnet mit Bärensichtung und so ein Zeug. Aber dieses Jahr bisher, also dieser Tag, nix, gar nichts. Ich habe die aus Dresden, die sind schon 4 oder 5 Tage hier, mal gefragt, ob die schon Bären gesehen haben. Und haben sie nicht. Die haben auch keinen Bären gesehen. Die verstecken sich irgendwo. Naja, ist ja genug Platz hier. Ne? Da habe ich letztes Jahr echt viel, viel, viel Schwein gehabt. Es war nicht schlecht. Es hat mir gut gefallen. Mal wieder. Also der Park ist ja ein Traum. Wettermäßig war es durchwachsen. Ne? Also eben gerade wieder Regen gewesen. Also es waren ein paar sonnige Abschnitte dabei. Aber es waren auch ein paar regnerische Abschnitte dabei. Ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt. Also ich dachte, der Tag fällt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Ist aber nicht. Ist nicht ins Wasser gefallen. Also war doch besser als erwartet. Also summa summarum bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich so gemacht habe, mit dem, was ich gesehen habe. Und hat mir wieder alles großen Spaß gemacht. Hat mir alles wieder großen Spaß gemacht. Aber heute gehe ich mal wirklich früh ins Bett. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie irgendwo was essen gehe. Ein bisschen Hunger habe ich, aber nicht so extrem. Ich glaube, ich werde nachher wieder in den Supermarkt gehen und werde mir wieder irgendwie was für die Mikrowelle organisieren. Das reicht eigentlich. Das reicht dann nicht dick aus. Muss ich mal gucken, ob der Supermarkt noch auf hat, aber wird er wohl. Ja, dann will ich mir dann noch irgendwie was einkaufen. Ein paar Bananen oder irgendwie sowas. Und für die, so ein Fertigfraß für die Mikrowelle. Für ein paar Dollars. Und dann bin ich durch damit, ne? Weil schlecht ist das Zeug nämlich nicht. Und da ich eine Mikrowelle habe, nutze ich das natürlich, ne? Klar. Und da ich ja Besteck aus dem Stratosphäre geklaut habe, nutze ich das erst recht. Uah. Ja. Irgendwie so mache ich das dann heute Abend und dann gehe ich auch relativ früh ins Bett, dann trinke ich noch 2 Bier, check noch meine E-Mails und dann will ich mich heute Abend mal früh ins Bett begeben. Gestern wollte ich auch schon wieder früh ins Bett, ja, auch wieder nichts geworden, habe noch Cops geguckt bis Mitternacht und Mitternacht habe ich nachher Licht ausgemacht. Ja, waren auch 6 Stunden oder so, oder 7. Aber ich bin ja nachts nochmal vom Regen wach geworden. Platter, 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 plätscher. Ich denke, was denn? Aber ich wusste ja, dass es Regen gibt. Ne? Aber dass der Tag heute so relativ gut wird, damit habe ich nur nicht gerechnet.
Also ich habe den ganzen Tag mit Dauerregen gerechnet. Ey, ist ja hübsch hier, ne? Boah. Ich kann nochmal vorne raus zeigen. Die Berge seht ihr ja gar nicht, ne? Sehe ich ja nur hier vorne. Da die Enge. Was wollen wir das so ein bisschen erahnen können? Da durchrutschen können. Das ist schon geil hier, ne? Ein geiler Park. Ein geiler Vulkan, auf dem ich wieder tanze. Hat sich wieder gelohnt, hierher zu kommen. Das macht mir jedes Mal ganz großen Spaß. Und das ist auch der Grund, warum ich jedes Mal hierher komme. Ich meine, eigentlich kenne ich das ja hier alles. Ne? Aber ich finde das jedes Mal Oberporno hier. Das ist so abwechslungsreich und so hübsch. Das kann man mit Worten, kaum beschreiben. Was ist hier denn los? Wird hier so langsam gefahren. Eisen. Wo ich letztes Jahr auch einmal so geschimpft habe, ey, was bremst du? Ja, war da rechts oder links, ist da, war da Rotwild, was die Straße gekrost hat. Ne? Ja. 35. So, hier geht es irgendwo rein. Ja. Aber ich durch die Sauerstoffvergiftung sozusagen ein bisschen schläfrig geworden. Fantastisch, fantastisch. Also das mit dem Grantiden-Nationalpark, also das behalte ich mir mal morgen vor. Ne? Also morgen stehe ich ganz früh auf. Also stehe ich mir mal den Wecker ganz früh und dann mache ich mal Wetter-Situationscheck. So, guck mal in den Himmel, wie das so aussieht. Und wenn das so einigermaßen anständig ist, dann knalle ich die Strecke, die ich heute gefahren bin, bis zum Hayden Valley, noch weiter, um dann nach Süden durch den Grantiden-Nationalpark zu fahren. Und dann drehe ich wieder um und fahre wieder nach Norden. Das nämlich bis Jackson werde ich aber nicht fahren. 91 Meilen. Ne? Ja, von Canyon Junction, oder wie es hier heißt. Ne? Ja. Ich habe wieder Videos gemacht heute. Ne? Unglaublich. Guck mal die dicken Berge an. Wenn der Park hier hochgeht, gibt es die nicht mehr. Die fliegen weg. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das mag man sich auch gar nicht vorstellen. Weil wenn der Park hier hochgeht, dann ist Holland richtig in Not. Ne? Die Caldera ist irgendwie 70 Kilometer lang und 40 Kilometer breit und der ganze Scheiß fliegt in die Luft. Ne? Auf einer Länge von 70 Kilometern und auf einer Breite von 40 Kilometern. Nicht so wie beim Mount St. Helens oder sowas, so ein kleiner Rübser, wo der halbe Berg wegfliegt. Hier fliegt gleich der ganze Park weg. Ne? Oder der halbe Park. Ne? Das ist eben der Unterschied zwischen einem Vulkan und einem Supervulkan. Oder dem, also unter uns hier sozusagen, ist ja dieser Magma-Hotspot, der den Park atmen lässt, hatte ich aber schon mal erzählt in einem anderen Video, bis zu 7 Meter und senkt sich dann auch wieder. Daran kann man sehen, dass unten ein unheimlicher Druck aufgebaut wird und wovor eben die Burschen hier Angst haben, sind die ständigen Erdbeben, die auch heute wieder stattgefunden haben, aber eben so mikro, dass man sie nicht spürt, ne? Also so Mikrobeben. Und da haben sie Angst vor, ne? Also dass die Spannung sich aufbaut und wenn Erdbeben stattfindet, warte, ich muss mal überlegen, Madison, Norris Geysir, Madison Junction, ich muss ja nach links. Ja, dass sich so ein enormer Druck aufbaut, dass über Erdbeben, ja, also Erdbeben sind schon mal so ein Vorzeichen von so einem enormen Druck. Und dass über Erdbeben quasi der Scheiß da ausgelöst wird. Also der Vulkan hochgeht. Der ja nun 30.000 Jahre überfällig ist. Ne? Also hätte schon längst ausbrechen müssen. Alle 600.000 Jahre bricht er aus. Und er wird auch wieder ausbrechen. Heute wohl nicht. Weil sowas kündigt sich ja auch immer an. Ne? Also es ist nicht so, dass die Erde wackelt und dann reißt der Boden auf. Sondern das gibt immer so Vorzeichen. Ne? Also das baut sich so im Laufe der Zeit sozusagen auf. Ne? Der Druck, der Park drückt sich nach oben und irgendwelche giftigen Gase entweichen, bevor es zum Ausbruch kommt. Ne? Schwere Erdbeben und daran merkt man, dass Magma nach oben drückt. Ne? Also das merkt man. Also der Geologe in einem, also die Geologen hier merken das dann. So, und dann evakuieren die schon. Ne?
Und dann evakuieren die nicht nur so 100 Meilen rund um den Park, da werden die gleich, also das wird heftig, das wird wirklich heftig, weil wenn das Ding hier hochgeht, ist ganz Nordamerika verwüstet. Ne? Eine globale Katastrophe, die wir auch in Deutschland natürlich spüren. Klar. Es wird nuklearen Winter geben, keine Ernteausfälle und all so ein Scheiß. Ne? Also das ist richtig, da haben die richtig Panik vor. Aber wir haben ja also nicht nur hier einen Supervulkan, sondern wir haben in Europa ja auch einen. Wir haben da auch so eine tickende Zeitbombe in Italien. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Da schlummert auch irgendwie ganz großes Vernichtungspotenzial in der Mittelmeerregion. Weil wenn in Italien das Ding hochgeht, uiuiui, herzlichen Glückwunsch, dann war es das für Europa. Ne? Da brauchen wir uns im Euro keine Sorgen mehr machen. Ja, ich weiß gar nicht, was mit den Griechen eigentlich los ist. Sind die schon pleite? Ihr wisst es wahrscheinlich besser. Ich bin hier wieder komplett abgeschnitten von der Informationsaußenwelt. Auf die Kamera noch, ja. Ich bin hier wieder komplett abgeschnitten von der Informationsaußenwelt. Also ich weiß hier, dass hier Bullen erschossen werden. Also so einen Käse erzählen die. Und mit Todesstrafe gerade exekutiert werden. Und halt so Zeug. Und, oh. Also, ja. Über sowas wird man hier in den USA immer auf dem Laufenden gehalten. Das ist schon so eine Kulisse für sich, ne? Heute wieder jede Menge Dämpfe abgekriegt, jede Menge Geysir-Dämpfe. Vielleicht bin ich deswegen auch so müde. Aber der Dampfer in mir hat das sofort absorbiert. Und ihr wisst ja, ich bin ja immun gegen alle möglichen Gifte. Gegen, ja gut, gegen, was kommt denn da raus? Schwefel? Schwefelsäure oder sowas? Keine Ahnung. Batteriesäure. Die Batteriesäure, die da rausgerotzt wird. Und gegen Dampfen bin ich auch immun. Also meine Hirnfunktionen sind noch voll vorhanden, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Dampfern, die allein sich nur über das Nikotin schon fertig gemacht haben. Ne? Ja, nicht nur über das Nikotin. Die sind auch schon so vorbelastet mit anderen Geschichten. So, ja, weiß ich nicht. Keine Hobbys, keine Frau, keine Freundin. Ich weiß es nicht. Ich muss schon wieder. Ich weiß auch nicht warum. Die finde ich so ätzend. Sorry. Das ist dieses Video sehen. Ich kann da nichts für. Es gibt Leute. Nasenfaktor ist das. Das ist bei mir der Nasenfaktor. Finde ich auch absolut komisch. Ne? Also auch als Frau. Ne? Das geht gar nicht. Das ist scheiße. Ne? Wenn die da natürlich mit dem Dildo sitzen würde und da dran rumlutschen, würde ich sagen, das ist in Ordnung. Ne? Aber nicht an so einer riesen Dampfmaschine, die noch größer ist als ein Dildo. Ne? Oh, ganz schlimm. Ne? Und das für eine Frau. Ne? Also finde ich, Frauen müssen immer so kleinere Sachen oder normale Sachen benutzen. Und nicht so eine riesen Prügel. Ne? Keine Ahnung. Aber die wird wahrscheinlich keinen Macker haben. Das ist garantiert der Grund. Ne? Und wer weiß, was sie nachts mit diesem Ding machen. Ne? Wollen wir gar nicht so genau wissen. Ich weiß, ich wiederhole mich. So, hier ist wieder so ein Valley. Wenn hier irgendwas Tolles wäre wie Bären, würden die nicht im Auto sitzen bleiben. Dann würden die sofort rausspringen und mit ihren Strahlenkanonen, mit ihren 8000 mm optischen Rohren draufhalten. Aber die ganz wilden Hardcore-Knipser hier, die Hardcore-Fraktion habe ich noch gar nicht gesehen. Hier, die mit ihren weißen Profi-Objektiven. Keine Ahnung, wo die sich rumtreiben. Ne? Oh, hier ist irgendwas. Park Ranger. Hier ist irgendwas. Ja, das könnte ein Bär sein. Das könnte durchaus eine Bärensichtung sein. Hier ist was los. Hier ist Action. Ich mach mal aus. Guck mal, was da los ist. Oh ja. Ja, das garantiert irgendwie ein Schwarzbär oder sowas oder ein Grizzly. Hundertprozentig. Wenn hier so viel Alarm ist, ist hier immer was los. So, ich mach mal aus. Dann muss ich natürlich auch auf Posten sein. Ne? Muss ich, also wenn ich eine Sichtung machen kann, dann muss ich pfiffig sein. Dann kann ich den noch videorisieren. Ich melde mich gleich mal wieder. Bis gleich. Was hier los ist, bestimmt Bär. Bestimmt ein Bär. Vielleicht kriege ich den hier auch noch zu sehen. Wäre geil.